Herr Präsident, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen! Ich kann nur sagen, die beiden Plenartage gestern und heute haben begonnen mit einer Unterrichtung und sie hören auf mit einer Unterrichtung. Und ich kann nur sagen, ich bin sehr gut zufrieden mit dem Arbeitsergebnis, weil wir haben zu zwei schwierigen Fragestellungen, wo Menschen im Land warten auf das, was diese Regierung macht, Antworten gegeben und haben den Menschen Antworten gegeben, mit denen es vernünftig weitergeht. Und Frau Gebauer, Sie haben eben gesagt, das ist ein schlechtes Gesetz. Die UN-Konvention ist verabschiedet worden zu einer Zeit, wo Sie hier in der Landesregierung waren. Und ich kann mich noch gut erinnern, dass die CDU damals bitterlich beklagt hat, dass Sie blockiert haben, dass es zu einer Inklusionsgesetzgebung hier überhaupt kommen konnte, weil die CDU das sehr wohl wollte. Und das ist genau der Unterschied. Es kann Kritik geben. Das ist in Ordnung. Es ist auch schwer, in dem Spannungsfeld die Erwartungen aller Menschen zu erfüllen. Der Eltern, die darum kämpfen, dass ihre Kinder eine Chance haben. Kinder mit Handicap, die wollen, dass die Kinder inklusiv beschult werden, damit sie im weiteren Leben irgendwie eine Chance haben, trotz Handicap. Die alle zu erfüllen. Und die haben die Kinder ja nur einmal in einer bestimmten Altersstufe. Und dann wollen die Lösung jetzt haben. Und nicht, wenn die Kinder 15 Jahre älter sind. Das alles zu erfüllen und die Ängste der anderen, die sagen, was kommt da auf uns zu, die nicht bereit sind, die nicht unbedingt die Guten beitragen, das alles zu erfüllen, ist nicht einfach. Aber sich davor drücken geht nicht. Die warten auf Antworten und wir haben ihnen die Antworten gegeben. Und hochverehrter Kollege Klaus Kaiser, das Gedächtnis ist manchmal kurz. Du hast eben richtigerweise gesagt, wir haben das Gesetz am 16.10. verabschiedet und es tritt jetzt im August in Kraft. Erinnerst du dich noch, wie lange war die Zeit zwischen Verabschiedung G8 durch euch und Inkrafttreten? Keine 3 Monate. Juni verabschiedet, Sommerferien, 1. August in Kraft treten. Also daran gemessen, waren das jetzt wirklich Jahre der Vorbereitung. Ja, ich will ja nur sagen, das Gedächtnis ist manchmal ein bisschen kurz, aber sei es drum, ich gebe das ja auch ehrlich zu. Ich mache jetzt 30 Jahre Politik für die Grünen, das sind 30 Jahre Kommunalwahlkämpfe und andere. Als wir angefangen haben damit, habe ich gedacht, liebe Leute, der Zeitplan, so wie er ist, das Gesetz soll in Kraft treten, damit die Eltern mit ihren Kindern eine Perspektive haben. Die kommunalen Spitzenverbände waren uns nicht in der Lage, Zahlen darüber zu liefern, was es kostet, auf alle Nachfragen. Dann haben wir uns verabredet in einem Verfahren mit ganz hochkomprimierten Zeitansprüchen. Und wenn man sich die Verfahren durchrechnet, so wie es verabredet war, mit sehr viel Einsatzbereitschaft die Zahlen zu liefern, dann war uns doch klar, wo wir liegen, kurz vor dem Datum 25. Mai. Und uns war auch klar, dass in dem Suchen nach Themen das eine Verlockung war, zu sagen, an der Stelle, Sie fahren vor die Wand, Sie schaffen es nicht. Ich meine, so lange, das sind für mich 7 Kommunalwahlkämpfe, alles andere, so lange ist man doch im Geschäft. Und dass dann einige daran gedacht haben und diesen Verlockungen unterlegen haben und dass jetzt auch wieder, wie gestern Morgen, nicht gesagt werden konnte, Donnerwetter, ihr habt es geschafft, einstimmig durch alle drei, Respekt. Und jetzt machen wir den 25. Mai, dann gucken wir, dass wir das alle zum Gelingen bringen. Dass das nicht ging, da habe ich ein gewisses Verständnis für. Deswegen kann ich ja nur sagen, die Tonlage war ja ehrlich gesagt gemäßigt, hätte ja viel schlimmer kommen können. So. Und weil ich mit Freude zur Kenntnis nehme, dass auch der Städte- und Gemeindebund heute einstimmig Ja gesagt hat, will ich auch ganz kurz mich bedanken bei Marc Herter und bei Sigrid Behr, weil die Fraktionsvorsitzenden waren beteiligt, aber ihr habt es ja sehr viel mehr als wir noch in den ganzen Vorbereitungen gemacht. Und ich will mich auch bedanken beim Staatssekretär Ludwig Hecke, bei Herrn Dr. Schrappe und bei Herrn Fleischhauer, weil es ist sehr viel Arbeit und Engagement auch von den Fachleuten aus dem Haus da reingegangen. Und das ist nicht 0815, das ist nicht Dienst nach Vorschrift, Dienst, der nach 8, nicht nach 15 Stunden zu Ende ist. Ich kann mich ja an Stunden und Zeiten erinnern. Das ist auch was, wo einem das Thema am Herzen liegt, wo man das sagen kann. Deswegen sage ich es mit Freude. Und ich will auch sagen, das ganz klar sagen, wir haben Gespräche geführt mit den Spitzen aller drei Kommunalverbände. Und das waren schwierige Gespräche, es waren anstrengende Gespräche. Sie waren für mich aber auch auf der Seite der KSV geprägt von dem Ringen, für ihre Kommunen etwas an Ergebnis erzielen zu wollen und zu müssen. Kollege Römer hat ja richtigerweise angesprochen, die schlechten Eindrücke, die Sie aus 5 Jahren hatten.
Das war ja ein Stück weit auch therapeutisches Arbeiten bei Ihnen, ein Verständnis dafür zu erzeugen, dass es auch Landesregierung gibt, die sich an Zusagen hält. So, und deswegen auch aus meiner Sicht an alle, die wir da geredet haben, auch wenn die Gespräche intensiv und hart waren, auch an alle Vertreter der kommunalen Spitzenverbände ein Dankeschön, weil letztendlich bei dem Angebot, was gemacht worden ist, die Erkenntnis sich ja durchgesetzt hat, es ist besser, sich so zusammen zu verständigen und dieses wirklich gute und weitreichende und zuverlässige Angebot des Landes anzunehmen, um dann wieder im Interesse der Menschen in den Kommunen, der Eltern, der Kinder den Schritt weiterzugehen. Inklusion ist kein einfacher Prozess, es müssen viele gewonnen werden, aber die kommunalen Spitzenverbände haben letztendlich Ja gesagt und jetzt können wir unsere entsprechenden Beschlüsse fassen, weil wir zuverlässig sind als die Regierung tragende Fraktion und die Regierung und wir können genau die Arbeit da machen. Und deswegen will ich an der Stelle auch noch mal einfach insgesamt, die Kollegen können sich ja nachher noch melden. Ich will sagen, ich finde diesen Prozess mit allem Engagement, ich will gar nicht durch die Details durchgehen, die wir da alle gemacht haben, die ganzen Zeitabläufe, wie der Gutachter ausgewählt worden ist, das wissen doch alle, die daran beteiligt waren. Ich will einfach sagen, es hat sich gelohnt. Wir können nicht alle ad hoc so zufriedenstellen, wie sie es gerne wollen, aber wir können vielleicht ein Stück weit was wegnehmen von der Angst, die vor dem Prozess da ist. Wir können verweisen auf die vielen ganz hervorragenden Beispiele. Ich habe gelernt, dass der Kreis Wesel an der Stelle ein ganz hervorragender Kreis ist, wo man hingehen kann, sich das angucken kann, auch andere. Diese positiven Beispiele sollen ermutigen. Bei allem anderen helfen wir jetzt ein Stück weit mit. Und bei allem Streit, den wir haben, sollten wir zusammen im Auge haben. Wir machen das für die Kinder, die da ihre Chance im Leben haben wollen. Und es gibt genügend Menschen, die das sehr gut machen. Und die unterstützen wir im Weiteren. Und dafür herzlichen Dank. Dankeschön.